Hallo zusammen, heute nur ganz kurz gezeigt, wie man mit Lazarus einen Firebird-Client baut, der über einen SSH-Tunnel auf den Server zugreift. Das ist immer dann notwendig, wenn wir beim Kunden den Datenbankport 3050 in der Firewall nicht freigeben dürfen und über einen SSH-Tunnel mit Zertifikat zugreifen müssen. Man kann natürlich auch auf dem Server einen Service bauen, auf zum Beispiel eine REST-API, die dann die Daten mit JSON bereitstellt über HTTPS. Aber ich bevorzuge eigentlich immer gerne den Zugriff über die nativen Komponenten und den direkten Datenbankzugriff. Um den Tunnel aufzubauen, benutze ich die Secure Bridge Komponenten von der Firma DevArt. Die könnt ihr auch für Lazarus einsetzen. Und zusätzlich den Datenbankzugriff mache ich über die IBDUCK Komponenten, die ebenfalls auch hervorragend mit Firebird funktionieren und Lazarus. Man kann natürlich auch die Standard SQL Komponenten benutzen von Lazarus, aber ich finde es immer angenehmer, mit den DevArt zu arbeiten. Da kann man den Port noch mit angeben und die Client DLL entsprechend zuweisen, die man gerade benutzen will, ob Firebird 2 oder 3. Er kann die dann dynamisch laden. Das ist wesentlich komfortabler. Wie gesagt, die Secure Bridge und die IBDUCK-Komponenten könnt ihr bei DevArt herunterladen. Und dann eben entsprechend, wie ihr die anderen Komponenten auch installiert, in Lazarus einbinden und kompilieren. Mit diesen Komponenten wollen wir dann eben eine Applikation bauen, die über diesen SSH-Tunnel, in diesem Fall Port 22, entsprechend eine Verbindung zulässt zum Firebird-Server, zum entfernten Firebird-Server, der jetzt in diesem Beispiel in meinem lokalen Netzwerk ist. Ja, und dieser Port 3050 ist in der Firewall blockiert. Das werde ich euch dann auch noch zeigen. Okay, ich habe jetzt schon mal das Projekt angelegt und gespeichert. Und in Lazarus habe ich bereits die Secure Bridge Komponenten installiert und die IBDUCK Komponenten. Von denen brauchen wir aber eigentlich nur die IB Connection. Ja, und jetzt werde ich als nächstes mal das Formular aufbauen. Die GUI baue ich am besten ohne viel zu sabbeln und dann werde ich das auch ein bisschen schneller ablaufen lassen, weil sonst ist das elendig langweilig im Video, bis ich die ganzen Elemente auf Form habe und benannt habe. Werde ich dann ein bisschen schneller laufen lassen, das Ganze. Okay, geht los und dann hören wir uns danach. Thank you.
So, jetzt wollen wir die Verbindung mal testen. Als allererstes mache ich erstmal eine ganz normale Verbindung zum Firebird-Datenbank-Server, wie wir das kennen, ohne den SSA-Tunnel, nur über den Client und die entsprechenden Parameter. Client ist erfolgreich verbunden worden. So, und jetzt gehe ich mal in die Firewall. Starte die. Versuche mich nochmal zu verbinden. Und jetzt müsste das fehlschlagen. Wird ein bisschen dauern, bis er merkt, dass er die Connection nicht aufbauen kann. Aber man sieht jetzt schon, dass er scheitern wird, ne? Das andere ging ja eben viel schneller. Warten wir jetzt noch ab, bis die Fehlermeldung kommt. Okay, unable to complete network request. Die bekannte Meldung. Klar, Firewall ist an. Keine Chance mehr. Ja, so haben wir das Problem auch oft beim Kunden, der einfach sagt, nein, dein Datenbankport, das kannst du vergessen. Ja, auf unserem Server wird er nicht freigegeben. Aus dem Grund müssen wir eben, wenn wir es möchten, und diesen Weg wählen, über den SSH-Tunnel gehen oder über einen SSH-Key. Wie ihr den erzeugt, wisst ihr bestimmt. Könnt ihr auch in vielen anderen Videos sehen. Und wenn ich jetzt die Verbindung herstellen möchte, muss ich mich auf Localhost verbinden, weil in dem Moment, wenn er den Tunnel aufbaut, kann ich jetzt nicht mehr über die IP-Adresse gehen, sondern dann gehe ich auf Localhost 3050. Ist die Datenbank, ist der Datenbankserver, also kann ich den auch lokal nicht mehr benutzen, weil ich darf nur den Port einmal belegen. Sage also meinem Client, der soll über die 3051 gehen. Ihr könnt auch über, was weiß ich, 2222, ist es ganz egal, den hier könnt ihr irgendeinen freien Port wählen und die Verbindung jetzt über den SSH-Tunnel herstellen. Und wunderbar, alles grün. Verbindung hergestellt. Ne? Das ist im Prinzip nichts anderes, als wenn ihr das alles mit PuTTY macht vorher. Dann würdet ihr genauso die Port-Einstellungen machen und die Verbindung in der Komponente herstellen. Nur ihr habt jetzt eben jetzt alles wunderbar in einem Client, den ihr ausliefert. Ihr braucht nicht irgendwelchen Hackmeck machen mit PuTTY und so weiter und irgendwelche Anleitungen schreiben. Okay, das war's dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da oder ein Follow. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bleibt gesund und tschüss.